Hallo ihr süßen Zimtschnecken und schön, dass ihr vorbeischaut hier auf meinem Kanal. Und ich wollte einfach mal ein Q&A-Video mit euch machen, mich einfach mal persönlich vorstellen, auf eure ganzen Fragen eingehen, weil auf Instagram erhalte ich täglich von euch Fragen, vor allem zum Thema, was ist mein Beruf, was mache ich, wie ist mein Werdegang, und dementsprechend möchte ich jetzt auf die erste Frage eingehen. Die erste Frage kommt von Clara Celine D. Wie schaffst du es, Job, Beziehung, Freunde und Fitness unter einem Hut zu bekommen? Ich bekomme echt täglich immer Fragen so, Nock, wie schaffst du es bei einem Vollzeitjob, jeden Tag zum Sport zu gehen? Für mich ist einfach Zeitmanagement das Wichtigste überhaupt. Und zumal zum Sport muss ich mich erstens nicht motivieren, weil ich mache das einfach. Es ist einfach so wie Zähneputzen für mich. Ich gehe einfach hin, ich packe meine Sachen und ab geht's zum Sport. Und wenn man es einfach will und Spaß daran hat, dann macht man es auch einfach. Ich meine, ich habe das Glück, dass Christoph mega flexibel ist und dementsprechend leidet die Beziehung jetzt nicht darunter. Außerdem wohnen wir jetzt hier schon zusammen, dementsprechend sehen wir uns dann auch täglich. Zwar haben wir nur voneinander am Wochenende mehr was von uns, aber es passt. Meine Freundinnen leiden eventuell darunter, bin ich ehrlich. Aber meine allerbeste Freundin, die kennt das schon. Wir sehen uns vielleicht einmal alle 2 Monate oder 3 Monate, aber wir schreiben täglich miteinander. Und es ist auch kein Problem. Und ich habe lieber solche engen Freunde, die mich unterstützen in allen Sachen und die wissen, dass ich kaum Zeit habe. Sie hat auch kaum Zeit, aber ich finde, es ist normal. Wenn man sich sehen will und kann, dann schafft man das auch. Kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Und zwar möchte Laus im G wissen, was machst du beruflich? Ich bin, mein Jobtitel ist aktuell Social Media PR Influencer Manager. Was kann man sich darunter vorstellen? Letztendlich konzipiere ich Social Media Kampagnen mit Influencern für Brands. Also das, was ihr so täglich auf Instagram so seht. Influencer, die dann für ein bestimmtes Produkt so werben. So, ne? Ich mache es halt aber auch von der anderen Seite. Das heißt, ich manage die ganzen Kampagnen, schicke den Influencern die Produkte zu, die Briefings. Ich mache das, was die Influencer dann ausführen. So, was ist mein beruflicher Werdegang, möchte Cass gern wissen. Ich habe damals mit Social Media Praktikas angefangen und bin dann irgendwann zu einer Brand gekommen, wo ich dann halt ein komplettes Influencer-Marketing-Team geleitet habe. Das heißt, dort habe ich Influencer-Marketing für die Brand ausgeführt, Kampagnen geschossen auf Instagram. Die ist auch echt erfolgreich geworden. Also diese Marke kennt man dann auch nur von Instagram. Dementsprechend war es das auch mega interessant, diese ganze Influencer-Marketing-Sache von der anderen Perspektive mal zu sehen, von der Brand-Seite halt aus. Ne? Wie viel Budget gibt eine Marke aus für Influencer? Was ist denen wichtig? Welche Influencer nehmen sie? Und worauf achten sie halt? Ne? Dementsprechend bin ich dadurch halt auch immer in diesem Bereich geblieben, habe zwar immer zwischendurch die Brands gewechselt, mal so im Beauty-Bereich, mal Lifestyle-Bereich, mal Sport-Bereich. Aktuell bin ich in einem Beauty-Bereich tätig, werde aber zum Neujahr meinen Job wechseln und wieder ein bisschen zurück in die Sportschiene gehen. Das ist halt auch privat dann halt mehr mein Interesse und mache das Gleiche auch. Social Media, Influencer etc., Online-Marketing halt, das ist halt total mein Ding. Ich wollte halt immer, ich hab mir direkt nach dem Studium gesagt, ich will, wenn ich arbeiten gehe, aufstehen und mich auf den Job freuen. Und es ist auch etwas, womit ich mich auch immer identifizieren kann, bezüglich der Marke halt auch. Und eine andere Sache ist, ich habe gesagt, so wie geil ist das, wenn ich zum Arbeitsplatz komme und kann direkt mein Handy nehmen und Instagram öffnen. Und der Job und der Chef, der meckert mich nicht an. Nee, weil ich muss es ja machen, ne? Und wie bin ich überhaupt an diese Jobs gekommen? Ich habe einfach ganz normal BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing und Online-Marketing und dementsprechend bei meiner Bachelorarbeit direkt auch mit Social Media angefangen, darüber geschrieben, Praktikas gemacht und habe mich dann für die ersten Stellen beworben. Und so bin ich jetzt hier gelandet im Influencer-Bereich, aber auch privat mache ich ja ganz viel mit Influencer-Marketing oder mache Influencer-Tätigkeiten, sagt man das so. Und das lässt mich zur letzten Frage kommen, und zwar: Hättest du auch irgendwann Lust, dich beruflich selbstständig zu machen? Ja, eventuell. Aber Influencer-mäßig muss das nicht unbedingt sein. Es war auch nie so meine Intention, die ganze Influencer-Sache anzugehen. Es ist einfach gekommen, es macht mir einfach Spaß. Und ich mache es einfach nur gerne, weil ich auch möchte, dass ihr was davon habt. Ich möchte euch Mehrwert geben und versuchen auch für euch irgendwas Cooles rauszuschlagen. Ich meine das mit YouTube, Instagram. Ich mache das einfach, weil es mir in erster Linie komplett Spaß macht. Und ihr natürlich auch
viele Fragen stellt und ich euch natürlich den Mehrwert bieten möchte. Wenn ich jeden Tag trainiere, dann zeige ich euch gerne meine Übungen. Wenn ihr Fragen habt zu meiner Ernährung, die ein bisschen spezieller ist wie sonst, ich meine, ich faste und esse nur einmal am Tag, aber esse alles gerne. Und dementsprechend gehe ich gerne auf euch ein und mache gerne die Videos und die Stories auf Instagram. Und dann hoffe ich auch natürlich, dass ihr auch was davon habt und freue mich natürlich auch über euer Feedback. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, also gebt dem einen Daumen hoch. Und wir sehen uns natürlich im nächsten Video dann. Wir sehen uns im Strecken, bleibt fleißig.